Hallo meine Lieben, heute darf ich mit der lieben Lisa von @Klassenheld live gehen zum Thema Lernen mit Freude im Homeschooling. Da werden wahrscheinlich jetzt einige die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, Lernen mit Freude im Homeschooling, das ist gerade das allerletzte, was wir zu Hause haben. Und deswegen möchte ich dich heute unterstützen, gemeinsam mit der lieben Lisa, die ja auch Montessori-Pädagogin ist und die hoffentlich gleich mit dazukommt. Ich warte gerade noch kurz auf sie. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr alle da seid. Es geht heute um das Thema Lernen mit Freude im Homeschooling und grundsätzlich eben um das Thema Lernmotivation. Und da ist sie auch schon, die liebe Lisa. Schön, dass ihr mit dabei seid. Für alle, die gerade neu kommen, es geht ums Thema Homeschooling und um das Thema Lernmotivation und Lernen mit Freude zu Hause, trotz ja, der vielen Widrigkeiten, die gerade so auf uns zukommen täglich. Hallo, liebe Lisa, so schön, dass du da bist. Sie braucht noch kurz. So, Martina und alle, die hier zuschauen. Ja, schön, es sind schon total viele Hallo, da. Liebe Martina. Hallo Lisa, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Wir waren letzte Woche schon bei der Lisa auf ihrem Account live und haben gesehen, ihr könnt da wirklich Unterstützung gebrauchen. Und deswegen sind wir heute für dich da, liebe Lisa, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und wir wollen auf all deine Fragen eingehen zum Thema Homeschooling, was dich beschäftigt, was dich anstrengt und wo wir dich vielleicht einfach unterstützen können. Also stell gerne all deine Fragen im Chat. Wir haben auch vorweg schon ein paar Fragen gesammelt. Lisa, was ist denn bei dir so am meisten reingekommen zurzeit? Du bist ja auch mittendrin in diesem Thema. Ja, total. Ich wollte vorab nur sagen, tausend Dank, Martina, für die Einladung. Ich hoffe, meine Internetverbindung ist stabil genug. Also falls ich rausfliege, komme ich so schnell, wie es geht, wieder rein. Ich glaube, zurzeit bei ganz, ganz vielen Eltern ist das Thema Motivation jetzt nach 3 Wochen echt das Hauptthema, dass sie sagen, zum Beispiel gerade wenn von Lehrkräften keine Rückmeldung kommt und die Kinder jetzt schon 3 Wochen in Folge immer wieder Sachen abschicken und es kommt dann nicht mal so ein Danke, ich habe deine Sachen erhalten oder Danke, das sieht super aus und so weiter zurück, dass dann einfach die Motivation im Keller ist. Ja. Also das höre ich gerade am meisten. Ja, und bei dir, was ist also, bei dir gerade? Ich höre es eben auch immer wieder, dass eben von schulischer Seite da so wenig eben kommt und dass es natürlich für die Kinder dann ganz, ganz schwierig ist, was ja klar ist, wenn ich als Kind immer nur für die Tonne produziere, dann ja, dann auch noch alleine da sitze, warum soll das dann auch in irgendeiner Form Spaß machen? Also ist ja völlig nachvollziehbar, ja, dass die Motivation irgendwann nicht mehr da ist. Was rätst du denn solchen Eltern, Lisa? Also in dem Fall, wenn wirklich gar nichts zurückkommt, würde ich wirklich das Gespräch mit der Lehrkraft suchen, denn wir waren ja auch noch nie in der Situation. Und was ich zum Beispiel eingerichtet habe bei meiner Klasse, ist so eine automatische Rückmeldung, also eigentlich dieses Urlaubsbenachrichtigungsfeld, dass wenn mir jemand was schickt an meine Schul-E-Mail, kommt so ein danke, dass du mir deine Sachen geschickt hast, ich freue mich schon, bla bla bla, du hörst so schnell, wie es geht, was von mir, ne, und noch 3, 4 liebe Worte. Dass einfach diese Unsicherheit, ist es überhaupt angekommen und so, dass das halt weg ist. Das wäre was, das kostet, glaube ich, Lehrkräfte 3 Minuten, sowas einzurichten und es ist schon mal diese erste, kommt es an, ist schon mal genommen. Und ich glaube, damit ist ganz viel getan, weil man sendet was ab, also man ist stolz auf sein Ergebnis, schickt was ab und man bekommt direkt eine positive Rückmeldung. Das finde ich sehr schön. Und ich glaube, viele Lehrkräfte denken da einfach nicht dran. Also da kann man als Elternteil, finde ich, schon auch einfach mal den Impuls geben. Und genau. Ja, das wäre so das Erste. Ja, also ich sehe es auch so, dass also ich schon glaube, wenn man es versucht, das ist immer wichtig, weil viele Eltern haben ja auch Sorge, dann den Lehrern zur Last zu fallen oder haben auch schon die Einstellung, ja, das bringt ja sowieso nichts. Nur es ist ja schon in einer gewissen Weise einfach auch unsere Aufgabe gerade als Lehrer und Lehrerinnen, Rückmeldung zu geben. Und natürlich, also ich muss es selber auch zugeben, ich habe 26 Kinder, ich kann natürlich nicht alles bis ins Detail korrigieren. Also da sind einfach auch Grenzen erreicht, weil ich gerade ja auch mit vielen emotionalen Themen von einigen einzelnen Kindern beschäftigt bin. Nur man könnte ja irgendwie Vorschläge machen, wie zum Beispiel, ja, was halten Sie denn davon, wenn es einmal im Monat vielleicht eine
halbe Stunde Rückmeldung für mein Kind gibt oder einmal in der Woche, ja, wo dann vielleicht vier Kinder sind und die Lehrerin gibt dann über Videokonferenz vielleicht Rückmeldung über die Sachen, die erhalten wurden. Also vielleicht lösungsorientiert rangehen, damit die Lehrerin wieder kooperativ wird oder der Lehrer und nicht ja auch so eine Blockade entsteht, weil das Kind hat ja noch weniger Lust zu lernen, wenn auch die Eltern sozusagen völlig das Vertrauen verloren haben. Also kann ich total nachvollziehen, ja, dass Ja, man irgendwann auch keine total. Lust mehr hat und sich als Mama oder Papa auch denkt, das gibt's doch nicht. Nur ich würde da auch immer nach wie vor immer noch Ja. weiterhin ermutigen. Genau, und neben dem im Kontakt bleiben mit der Lehrkraft. Ich habe jetzt auch echt schon Fälle gehört, wo es hieß, da wird überhaupt nicht nachgeschaut. Und bei manchen Fächern ist es offensichtlich wirklich egal. Und bevor ich die Kinder dann irgendwelche komplett unnötigen Sachen machen lassen würde, die weder benotet noch nachgeschaut werden, die einfach niemanden interessieren, würde ich die Chance echt nutzen und sagen, hey, wir haben jetzt hier so und so viele Wochen wirklich freie Lernzeit, was interessiert dich denn? Was sind denn deine Interessen? Wo wolltest du schon immer tiefer einsteigen, aber hattest nie Kapazität und Zeit wegen der Schule? Und dann würde ich die da einsteigen lassen und auch wirklich gucken, wie ich als Elternteil solche Rahmenbedingungen schaffen kann, wie, oh ja, Raumfahrt hat uns auch schon immer interessiert, erzähl uns doch heute nach dem Abendessen mal, was du da alles rausgefunden hast oder so, dass die Kinder auch einen Impuls haben oder einen Raum bekommen, um das Gelernte zu präsentieren. Sowas fände ich jetzt eine schöne Gelegenheit, genau, wenn die Motivation im Keller ist, da rauszuholen. Weil ich glaube, die Motivation von der einen Sache, die kann auch überschwappen auf die Schulthemen. Wenn man nämlich noch was hat, was man gerne macht, dann erledigt man das Genau, man andere sagt ja auch vielleicht immer, einfach das noch kommt so aus der mit. Motivationspsychologie, wenn man einmal angefangen hat, ja, dann fällt es auch leichter weiterzumachen. Das ist so, wie jeder Ja. Montagmorgen einfach beschissen ist, für uns selber auch, ja. Ja. Ist so dieses ins Tun kommen ja das Schwierige. Nach dem Wochenende in den Montag starten. Jeder kennt dieses Gefühl und so fühlt sich dein Kind wahrscheinlich gerade die ganze Zeit, weil es immer das Gefühl hat, ja, noch was und es fällt ihm schon so schwer anzufangen. Und da finde ich auch zum Beispiel total Ja. schön, eben Lernen in den Alltag zu integrieren, in der Küche Sachen abzuwiegen. Die Woche hatte ich zum Beispiel so eine Aufgabe mit Nudeln, wo die Kinder dann die Nudeln bündeln mussten. Ja, und ich habe so süße Bilder bekommen, wie die Kinder zu Hause diese Nudeln in Zehner, Packen gebündelt haben. Ja, und neulich auch Ach, wieder so ein nettes cool. Beispiel Ja. gebracht mit den Maßeinheiten, oder? Wo du die Kinder zum Messen rausschickst. Also. Ach so, ja, genau. Also ich habe ja ältere Ja. Schüler, ne? Meine sind ja 9-10-Klässler, mit denen mache ich es wirklich nicht, aber ich habe so einen Beitrag geteilt mit Ideen, wie man Mathe zu Hause, unterwegs oder beim Einkaufen üben kann. Und da ist zum Beispiel, ich denke, ne, gerade Grundschüler mit einem Maßband rausschicken und einfach die Umfänge von Bäumen ausmessen lassen, vergleichen lassen, addieren lassen oder eine geometrische Formen im Haushalt finden, lauter so Sachen. Das sind Ja, echt coole oder Sachen, die man Gedichte machen zum kann und die Beispiel, die Spaß machen. lustig sind, mit Bewegungen zusammen gemeinsam machen. Also wirklich Dinge oder Geschichten schreiben, auf die die Kinder auch Lust haben. Ja, also weil das Wichtige ist Das ist natürlich auch schon, dass die witzig. Kinder im Tun bleiben. Das Wichtige ist nicht, dass die stupide einen Tagesplan oder Wochenplan abarbeiten, sondern das Wichtige ist, dass sie in irgendeiner Form, finde ich, dranbleiben. Also deswegen, ich möchte es auch heute nochmal betonen, es kann nicht die Lösung sein, zu sagen, man scheißt jetzt einfach auf alles. Also das ist mir nochmal ganz wichtig, Ja, sehe ich weil ganz genauso. natürlich es für das kindliche Gehirn wichtig ist, dran zu bleiben. Und in welcher Form ihr das macht, wie ihr das macht, da habt ihr jetzt ganz, ganz viel Spielraum. Und ja, da kann man sich auch die Freiheit rausnehmen, Lisa. Siehst du genauso, oder? Ja, absolut. Und ich finde es auch, also klar, also wie du schon gesagt hast, zu sagen, Schule ist egal, finde ich auch ein Stück weit einfach gefährlich, weil was für eine Einstellung vermittelt man denn? Klar kann man sagen, es ist nur Schule und die Inhalte sind überholt. Mein Kind soll sich nicht ans System anpassen. Das sind alles Dinge, es soll nicht funktionieren. Ich glaube, das sind alles Dinge, da müssen wir zwei gar nicht drüber reden. Das ist uns völlig bewusst, das sehen wir genauso. Aber es ist nicht so, dass wenn man mal wegen der Schule mit seinem Kind eine Auseinandersetzung hat, dass dann gleich die komplette Beziehung kaputt geht zum Kind oder dass man, also ich persönlich, wie gesagt, wir sind ja auch beide Lehrerinnen und auch wenn wir, glaube ich, an 1000 Schrauben im Schulsystem drehen würden, würde ich niemals sagen, dass Schule komplett unwichtig ist. Einfach weil Kinder da neben dem Stoff ganz andere wertvolle Sachen lernen, die wirklich wichtig sind für das Leben. Und
Ja, und deswegen finde ich es schwierig, wenn man jetzt so groß sagt, alles ist scheißegal, da in 3, 4 Wochen einfach oder auch in 3, 4 Jahren Genau, und wieder vor allem, wenn wir an die zurückzurudern Kinder und denken, da die eben ja, nicht die Zwischenhalt und Stärke. Unterstützung von zu Hause haben, ja, da ist es eben auch ganz wichtig, dass die in irgendeiner Form dranbleiben. Also ich mache es zum Beispiel gerade so, dass ich halt dann einfach anrufe und sage, lies bitte eine halbe Stunde vor, auch wenn ich in der Zeit eigentlich irgendwelche Mails bearbeiten muss, aber ich versuche es halt trotzdem und da auch zusammenzuhalten. Das, was wir gerade auch im Homeschooling am meisten brauchen, ist, dass doch noch irgendwie ein Zusammenhalt da ist und man vielleicht dann auch guckt, hey, wo können andere Kinder vielleicht auch mit eingebunden werden? Wo kann ich vielleicht auch mit einer Freundin mal was lernen, dass auch dieser Austausch, dieser soziale Austausch nicht zu kurz kommt? Ja. Ja, und Ja, also ich habe total. das jetzt gerade gelesen, da hat eine Mama geschrieben, wir kommen gar nicht zu anderen Sachen, weil der Wochenplan eben so voll ist und da alles so vollgestopft scheint. Dann sage ich wirklich Mut zur Lücke. Wenn du als Mama einschätzen kannst, dass das Lücke, zu ja. viel ist und an der einen oder anderen Stelle dein Kind es eh schon kann, dann lass es bitte weg. Und ermutige dein Kind dazu und sag so, das reicht jetzt und macht gerne, finde ich, einen eigenen Tagesplan. Oder? Ich weiß nicht, Lisa, was du dazu sagst, dass man sich selber strukturiert. Ja, genauso. Ich kann sogar was zeigen. Ich habe was. Ich erwähne es bei Insta jetzt die ganze Zeit, aber ich glaube, es hilft wirklich Ja, vielen Eltern. Und süß. zwar habe ich so eine Törtchen-Methode. Dieses To-Do-Törtchen, weil ich finde, das veranschaulicht das für Kinder ganz schön, weil dieser Muffin zum Beispiel, der hat ja eine Sahnehaube und eine Kirsche und das ist alles nice to have. Aber wenn wir jetzt wirklich Hunger haben, reicht uns eigentlich der Kuchen, der macht uns satt. Und ich finde die Methode für Kinder deswegen so schön, dass man halt sagen kann, was ist die eine wichtige Sache, mit der wir heute einfach anfangen, die der Kuchen ist? Also was ist der Kuchen? Was sorgt am Ende des Tages dafür, dass du zufrieden bist, dass du satt bist? Und wenn das erledigt ist und es geht an dem einen Tag bei dem Kind auch einfach mal nicht mehr, würde ich es auch sein lassen. Da ist halt eine Aufgabe erledigt, aber das Kind geht wenigstens mit einem Erfolgserlebnis aus dem Tag und hat nicht das Gefühl, oh, ich habe gar nichts geschafft. Und meistens ist es ja so, wie du sagst, es ist dieses Ding mit dem Schweinehund, mit dem Anfang. Wenn man den Kuchen mal erledigt hat und dann so voller Stolz denkt, hey, ich habe das Wichtigste schon geschafft, dann macht man die 2, 3 Aufgaben von der Sahnehaube auch noch. Und gerade wenn man dann, das kann man machen, dass man zum Beispiel sagt, die Kirsche obendrauf ist dann dieses eine Projekt, was das Kind vielleicht für sich machen will. Diese, ne, Rechercheaufgabe über den Weltraum oder was weiß ich, halt irgendetwas. Kann auch eine Runde Yoga, Sport, sonst was sein. Aber genau, dass man da strukturiert durch den Tag geht. Und wenn man jetzt am Ende sieht, man hat gerade 10 Törtchen da stehen, das wäre ja auch zu viel zum Essen. Da wird uns ja schlecht. Dann würde ich aussortieren. Also ja, wie du Und es gibt sagst, auch so ganz Mut nette zur Apps, Lücke. wo die Kinder auch lernen, zum Beispiel ihre Zeit oder ihre Zeit, wo sie arbeiten, fokussiert arbeiten, einzuschätzen. Das ist die sogenannte Pomodoro-App, die empfehle ich gerade immer. Das ist das 25-Minuten-Prinzip. Und zwar können die Kinder da 25 Minuten arbeiten und dann wird diese Tomate, also die Pomodoro, wird dann grün in dem Moment und dann haben die Kinder 5 Minuten Pause. Und so sammeln sie über den Tag hinweg diese Tomaten, also 25 Minuten fokussierte Arbeitszeit. Und die Kinder lernen dann, okay, ich habe heute 3 Tomaten schon konzentriert gearbeitet. Und jetzt mal ganz ehrlich, Lisa, ich glaube, Kinder, ich weiß nicht, wie du das, können sich nicht länger als am Tag 2 bis 3 Stunden fürs Lernen, jetzt gerade in der Grundschule, konzentrieren. Also es ist sogar bei mir damals schon gewesen. Ich weiß noch, zu meiner Doktorarbeitszeit habe ich mal so ein Seminar belegt, da hieß es, man kann nur 4 Stunden am Tag wirklich fokussiert arbeiten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Lisa, aber Kinder können doch gar nicht mehr wie so viel arbeiten. Genau so. Ja. Ich kann einen richtigen Blick hinter die Kulissen werfen, jetzt. Also wirklich, wie Ja. ich arbeite. Ich hab so eine Uhr. Genau, und die ist genau 20 Minuten. Und ich weiß für mich, dass das meine Konzentrationsspanne ist. Obwohl ich ja eigentlich, wenn man diese Faustformel nimmt, müsste ich mich eigentlich viel länger konzentrieren können. Manchmal, und das ist echt schön, also ich drehe mir die um und mache zum Beispiel 20 Minuten E-Mails beantworten. Und gerade wenn es eine Tätigkeit ist, auf die ich keinen Bock habe, weiß ich auch, wie oft ich da drauf gucke und denke, oh, das waren doch jetzt 20 Minuten, oh nee, immer noch nicht. Und dann mache ich weiter, und dann mache ich weiter und dann mache ich weiter. Und dann gibt es aber auch Aufgaben, da komme ich total in den Flow und schaue irgendwann wieder auf die Sanduhr und der Sand ist schon längst weggelaufen. Und ich gucke dann auf die Uhr und ich habe wirklich eine Stunde am Stück gearbeitet. Und das finde ich halt, also ich arbeite da für mich total gerne damit. Aber jetzt auch, wenn es nochmal um die Kinder geht,
gerade an der Grundschule, wie viel, also ich bin ja nicht in der Grundschule, aber vielleicht kannst du mal verraten, wie viel Zeit geht denn bei euch drauf für alles andere, genau, was nichts mit Lernen zu tun hat? Also total wichtig. Er hat mich gehauen, er war das. Viele Eltern glaubt ja nicht, dass wir den ganzen Morgen nur konzentriert arbeiten. Das ist einfach nicht die Realität. Also bis dann das 26. Kind das Heft draußen hat, da geht schon mal sehr, sehr viel Zeit flöten, ja. Und also auch das ganze Organisatorische. Und das ist auch tatsächlich so, also ja, ich weiß nicht, wie du es gerade siehst, Lisa, aber ich beobachte, dass sogar durch die Kleingruppen, mit denen ich in den Videokonferenzen arbeite und manche Kinder auch durch das Lernen zu Hause, sogar inhaltlich viel mehr mitnehmen, weil sie ja die ganze Zeit jemand nebendran haben. Das heißt, du kannst davon ausgehen, wenn du eine Stunde am Tag mit deinem Kind konzentriert arbeitest oder anderthalb Stunden, dass es schon sehr, sehr viel mitnimmt. Vielleicht sogar jetzt in der Zeit mehr, als wenn es in der Schule wäre. Weil da sind die Freunde, die was Lustiges vom Wochenende zu erzählen haben. Ja, da ist die große Pause, die ja viel wichtiger ist, an die ich schon denke, ans Fußballspielen und ans Fangespielen und mich deswegen nicht konzentriere. Ja. Deswegen, das, was ihr zu Hause macht, das ist so wertvoll, wenn ihr konzentriert es schafft, mit eurem Kind auch nur eine Stunde am Tag oder eine halbe Stunde am Tag da zu sitzen. Ihr könnt euch da schon so viel feiern. Weil ich würde mir das manchmal wünschen, dass meine Kinder in der Klasse eine Stunde wirklich fokussiert gearbeitet haben. Auch wenn ich mir sehr viel Mühe dafür gebe, natürlich. Aber das, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Doch, voll. Das zieht sich auch weiter. Also es ist ja nicht so, nur weil wir älter werden, dann ist es halt nicht mehr, der hat mich gehauen in der Pause, dann ist es halt, der schreibt mit dem und das wollte ich aber nicht. Also da kommen ganz andere Sachen, oder? Du teilst Gruppen ein und es funktioniert einfach nicht, weil auf einmal drei Schüler da sitzen und sagen, mit dem arbeite ich nicht. Und dann klärt man mal, wer mit wem arbeitet. Und ich stimme dir voll und ganz zu, bis da die Arbeitsaufträge viermal erklärt und angefangen sind. Also effektive Lernzeit schraubt sich echt runter. Und durch die Videokonferenzen habe ich auch das Gefühl, es funktioniert. Mhm. Also ja, wir sind effizienter. Und das ist eigentlich, finde ich, für alle, die jemals über das Freilernen nachgedacht haben, schon echt ein Faktor, dass man eigentlich sagen kann, in 1,5 bis 2 Stunden am Tag kann man inhaltlich so einen ganzen Schultag nachholen. Was man halt nicht nachholen kann, sind halt genau die Konflikte auf dem Pausenhof und das soziale Miteinander, was ich wirklich von der Wichtigkeit her auf einer Ebene stelle. Was ich gerade ganz wichtig vorher nochmal fand, wo du gerade Konflikte sagst, Lisa. Ich habe immer das Gefühl, ganz viele Eltern haben jetzt Sorge, dass die ganze Beziehung kaputt geht wegen des Lernens. Ja, und du hast es vorher schon so schön angesprochen. Bitte denkt nicht oder denke nicht, dass wir in der Schule nicht auch Konflikte mit den Kindern haben. Ja, weil Lernen und eben manchmal etwas tun müssen, auf was man keine Lust hat, führt automatisch zu Konflikten. Und Konflikte mit euren Kindern heißt nicht, dass ihr deswegen eine schlechtere Beziehung habt, sondern wenn ihr diese Konflikte löst und danach drüber redet und sagt, boah, guck mal, heute war es echt anstrengend, wir haben uns angeschrien und es war nervig, dann könnt ihr sogar darüber auch enger zusammenwachsen. Und ja, ihr könnt vielleicht dann auch da gestärkt rausgehen, weil ich habe manchmal so das Gefühl, dass eben diese Konflikte beim Lernen so viel Angst auslösen bei Eltern. Und diese Angst würde ich euch so gerne nehmen, weil ich einfach glaube, dass es dass eure Kinder ganz genau spüren und wissen, dass ihr euer Bestes gebt. Und dass sie ganz genau spüren und wissen, dass sie richtig viel Glück mit euch haben zu Hause, weil ihr sie so wundervoll unterstützt. Und auch sie können das nicht immer zeigen, weil sie selber noch die Hirnreife nicht haben und dann Mama einfach ausflippen, das ist vollkommen klar. Nur denen ist es sehr wohl bewusst. Und ich habe diese Woche so süß, haben die Kinder aus meiner Klasse Briefe an ihre Eltern geschrieben und ich habe wirklich geheult. Ich habe geheult, weil die wirklich so Sachen geschrieben haben, wie ich weiß, Mama, dass es gerade nicht so leicht ist, aber ich gebe mir Mühe und wir schaffen das. Ja, also es waren so süße Texte mit dabei, wo man einfach sieht, auch das kann einer Beziehung gut tun. Und vielleicht hilft es euch, dass ihr sogar noch enger zusammenwachst. Wie ist denn das bei Jugendlichen, Lisa? Wollte ich gerade sagen, ich kann es bestätigen. Ich habe auch in einem Kurs habe ich eine Dankbarkeitsliste schreiben lassen. Und da stand auch bei allen, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendeiner auf seiner Liste Teenager dürfen 5 Dinge nennen, für die sie dankbar sind. Und es stand wirklich bei jedem auf der Liste, stand für meine Eltern. Für meine Eltern, für meine Eltern, für meine Geschwister, für meine Eltern. Also genau die, mit denen man sich tagtäglich zankt. Und es ist ja auch nicht so, dass, also ich habe auch manchmal den Eindruck, Eltern denken, nur weil
sie zum Beispiel in der Schule gerne lernen, dürfen sie daheim keine Konflikte haben. Das ist ja nicht so. Also mein Kurs hat mich ja 2019 zur coolsten Lehrerin gewählt. Und trotzdem, also cool von Rheinland-Pfalz, also, keine Ahnung wieso eigentlich, ne? Aber was ich sagen will, ist ja Folgendes. Wenn ich trotzdem in der Schule sage, so, hier, ne, wir machen jetzt das und das, dann reagieren die ja auch alle nicht, oh ja, yeah, machen wir sofort, sondern es ist ja auch der ganze Kurs erstmal, oh nee. Und also das ist ganz normal, dass die ja erstmal so in diese Haltung gehen. Und da rauszukommen, das ist ein ganz langer Weg mit positivem Mindset. Und ich finde, das größte Ding ist, wenn die merken, ich habe Bock auf ein Thema, wenn die merken, ich stehe gerade voll dahinter oder ich finde es wirklich wichtig, dann muss ich eigentlich gar nicht groß hier eine Motivationsansprache halten oder groß drüber reden, warum das Ganze wichtig ist, dann ziehen die mit. Und ich glaube, wenn Eltern, also ich verstehe alle Eltern, denen es gerade hier steht mit dem Homeschooling oder mit dem Distanzlernen oder wie wir es nennen, gleichzeitig, wenn die Kinder die ganze Zeit merken, dass die Eltern eigentlich nichts davon halten und dass sie das alles unnötig finden, überflüssig, zu viel. Also wenn die Kinder beim Frühstück 10-mal hören, dass das alles zu viel ist, was würde ich dann als Kind nachplappern in dem Moment, wenn ich keine Lust drauf hätte? Dann würde ich ja auch sagen, dann kommt natürlich noch das dazu, dass natürlich, man ist ja schon angespannt, wenn man in die Situation geht. Okay, jetzt geht's gleich wieder los, ja? Und deswegen erstmal versuchen, den Körper zu lockern, erstmal versuchen, durchzuatmen, ein Glas Wasser zu trinken, bevor du selber merkst, ich gehe schon angespannt in die Lernsituation hinein. Guck erstmal, dass du dich kurz um dich selbst kümmerst und wieder so ein bisschen zu dir kommst. Weil so wird der Start sicher nicht klappen. Das ist leider so. Also ich kann euch nur sagen, wenn ich einen schlechten Tag in der Schule habe, merke ich das sofort am Verhalten meiner Kinder. Merken die. Wenn ich schlecht geschlafen habe und überhaupt keinen Bock auf Schule habe, was tatsächlich auch mal vorkommt, und ich einfach nur in mein Bett will oder was auch immer, ja, dann merke ich sofort an den Kindern, die werden unruhig, die haben keine Lust. Und das ist eben das, wir Erwachsenen spiegeln natürlich ganz, ganz viel. Und wenn du jetzt merkst, du setzt dich zum Beispiel total unter Druck, dass du jetzt plötzlich die perfekte Lehrerin oder der perfekte Lehrer sein sollst für dein Kind, dann nimm dir den Druck raus und sag dir, hey, ich gebe jetzt mein Bestes und das Wichtigste ist, dass wir irgendwie Freude dran haben und wir schaffen das. Also versuch dir innerlich gut zuzureden, um da rauszukommen aus dieser Anspannung, weil sich die total auf dein Kind überträgt. Ja, total. Wir sind ja alle mal in dieser Ich-muss-Maschine gefangen und denken immer, oh, die eine Aufgabe, die muss ich jetzt aber noch. Aber wenn wir wirklich ehrlich sind und die Zeit mal vordrehen, rückblickend, betrachtet in 5 Jahren, spielt diese eine Aufgabe halt wirklich einfach nur noch so eine Mührolle, wenn überhaupt. Und dass man da sich einfach den Druck nimmt und für sich Strategien entwickelt. Du hast ja gerade schon gesagt, ne? Körper spüren oder einfach mal atmen oder auch dem Kopf so eine irrationale Aufgabe geben wie 4 gelbe Gegenstände finden im Raum, irgendwas machen, also Strategien nutzen, um sich selber runterzubringen. Und ich finde auch, jetzt ist auch eine schöne Zeit, um halt den Tag mit schönen Ritualen zu starten, als Homeschooling, Homeoffice, Working-Gemeinschaft, Arbeitsgemeinschaft, die man da zurzeit ist, dass man schöne Rituale einführt. Und es kann zum Beispiel ja sowas sein, wie man sagt sich am Anfang vom Tag, also jeder schreibt oder sagt sich 3 Dinge, wofür man dankbar ist oder 3 Sachen, auf die man stolz ist. Und dann kann man ja formulieren, was müsste man jetzt heute an dem Tag machen? Was will man erreichen, dass man heute Abend wieder stolz auf sich ist? Dass man einfach auch mit so einem Ziel in den Tag startet. Und darf ich noch ein Ritual nennen, was bei vielen Eltern echt gut funktioniert? Ja! Ich kann es sogar wieder zeigen. Warte, eine Sekunde. Ja, ich weiß, bestimmt Werbung an der Stelle, aber egal. Also es gibt dieses Spiel Doppel. Ich wurde dafür nicht bezahlt. Es ist einfach nur richtig cool. Es kennen bestimmt viele Eltern. Und es ist ein Spiel, das schult gleichzeitig die Konzentration. Und was ich gemerkt habe, ist, wenn man mit einem coolen Spiel, das die Kinder gerne spielen und das kurzweilig ist, in den Schultag startet und auch mit diesem Spiel wieder aufhört, dann hat man ja praktisch, wenn man jetzt mal überlegt, ne, also ich habe was Schönes am Ende, was Schönes am Anfang und in der Mitte zum Beispiel Aufgaben. So, und dann habe ich ja diesen ganzen Schultag schön wie so ein Sandwich gemacht und es gibt mir ja schöne Gefühle und von schönen Gefühlen will ich ja immer mehr oder unser Körper, das ist ja auch ganz praktisch und wie gesagt, das Ganze bleibt dann in einer schönen Erinnerung und dann will ich das am nächsten Tag wieder. Und das ist halt was, wie gesagt, so ein Spiel dauert keine 5 Minuten, kann man am Anfang und am Ende machen. Das können nur die Geschwister miteinander machen. Oder wenn das Spiel dann nach einer Woche oder jetzt nach 3 Wochen aus den Ohren rauskommt, kann man ein anderes Spiel machen, Stadtland Plus. Oder finde ich total wertvoll. Schreibst du doch mal ganz schnell in die Kommentare rein, wie das Spiel heißt. Ich glaube, das interessiert gerade total viele.
Ich würde dazu noch ergänzen, weil ich das so wertvoll finde, Lisa, dass auch diese Pausen zwischendrin wirklich zu Lebensfreude führen dürfen. Das heißt, überlegt euch wirklich coole Pausen mit euren Kindern, damit diese Stimmung morgens nicht so überschattet ist wie von so einer dunklen Wolke, ja, sondern überlegt, was kann ich zwischendrin tun, um die Stimmung wieder ein bisschen aufzupäppeln. Und wenn du dein Kind irgendwie 20 Mal die Treppe hoch und runter schickst und sagst, ich stopp so lange die Zeit, oder wenn ihr draußen ein Wettrennen macht, oder 20 Hampelmänner, wer die am schnellsten schafft, oder also lauter kleine Dinge, die dein Kind immer wieder zwischendrin in eine gute Stimmung versetzen. Und du hast gerade zu den positiven Gefühlen so was Wichtiges gesagt. Es geht ja um die intrinsische Motivation deines Kindes. Also, dass es eigentlich ja aus ihm rauskommt. Wir wollen ja weg von, wenn du jetzt die Aufgabe machst, kriegst du ein Gummibärchen. Ja, oder wenn du sie nicht machst, dann darfst du halt abends nicht gern schauen. Davon wollen wir ja weg. Sondern das Ziel ist ja, dass dein Kind es macht, um selber ein positives Gefühl zu haben. Das heißt, wenn dein Kind einen guten Tag hatte, dann frag nach, und was ist das jetzt für ein Gefühl? Und wie fühlt sich das jetzt an? Und wo fühlst du das im Körper? Ja. Ah, du bist stolz auf dich. Das ist total erleichternd, wenn man es geschafft hat, oder? Weil du dann nämlich in deinem Kind dieses Gefühl sozusagen stärkst und dein Kind es dann für sich macht und nicht, weil es eben von außen verlangt wird und weil der Druck von außen kommt. Und ja, das ist natürlich auch nichts, was von heute auf morgen aufgebaut wird. Aber du kannst es so unterstützen und dein Kind dabei begleiten, dass es vielleicht noch am anderen Tag wieder gerne stolz auf sich sein möchte. Voll. Richtig schön, dass du das ansprichst mit den Gefühlen. Wieder die Teenie-Perspektive, ne? Wo ja Gefühl auch sehr, sehr uncool ist, vor allem, wenn es nicht so geübt wurde die Jahre vorher. Man kann auch gleich in die Handlung und in die Eigenverantwortung gehen. Dass du, so wie du gerade gesagt hast, angenommen, die Gefühlsmasche funktioniert nicht, dass man dann zum Beispiel sagt, heute hast du das und das geschafft. Was kannst du tun, dass du morgen wieder das Gefühl hast? Oder was könnte dir denn morgen im Weg stehen? Ja, ich könnte wieder zu viel aufs Handy schauen. Was kann ich tun, dass dir das nicht passiert? Brauchst du da, oder was könntest du tun, dass dir das nicht passiert? Ja, ich könnte mein Handy weglegen. Was kann ich tun, um dich dabei zu unterstützen? Brauchst du da meine Unterstützung überhaupt oder eben nicht? Ne? Also, dass man immer in die, weil wir können Kindern noch tausendmal sagen, ja, da hast du wieder zu oft auf dein Handy geschaut oder mach doch mal lieber das und das. Werden die nicht annehmen. Viel motivierter sind die ja, ihre Ziele nachzugehen, ganz wenn die Idee, wie das geht, von ihnen kommt. Das Bedürfnis nach Autonomie automatisch gestillt ist. Und das Bedürfnis nach Autonomie kommt ja in jeder Entwicklungsphase. Das wirst du jeden Tag merken, weil dein Kind möchte selbst entscheiden. Ja. Wann, wie, und du kannst ihm den Rahmen geben. Das kannst du tun. Du kannst schauen, dass dieser Berg nicht zu groß aussieht durch dein schönes Törtchenprinzip, liebe Lisa. Und für alle, die jetzt erst gekommen sind, schaut euch gerne die Aufnahme an, weil Lisa hat vorher eine schöne Torte gezeigt, mit der man den Tag so ein bisschen strukturieren kann. Und überlegt euch Aufgaben, die nicht auf dem Tagesplan stehen, die aber trotzdem Spaß machen. Und da habe ich auch noch ein paar Ideen, gerade jetzt für Mathe, Deutsch und auch für HSU. Also HSU hast du Heimat- und Sachunterricht. Hast du, wie heißt es bei euch, Lisa? Heißt es auch Heimat- und Sachunterricht in... Nein, das ist GL, also auf jeden Fall Gesellschaftslehre. Geht es eben um diese ganzen Themen, Chemie, Physik, Biologie eben runtergebrochen, dass es da wirklich total interessenspezifisch läuft in diesem Fach. Das heißt wirklich Themen, die dein Kind wirklich spannend findet. Und zum Beispiel Tiere oder Fußball oder Pferde, was es auch immer ist. Lass dein Kind da frei was erarbeiten. Jeder Lehrer freut sich über ein freiwilliges Referat. Und wenn dein Kind gar keine Lust auf die Aufgaben hat, ist es auch mal okay, gerade in dem Bereich, wenn die Sachen eben nicht so genau erledigt werden, aber dafür dein Kind was anderes macht. In Mathe diese ganzen alltagsbezogenen Sachen. Geh in den Keller und hol 10 Kartoffeln. Ja? Oder einmal eins in Gegenständen finden, wie zum Beispiel eine Eierschachtel oder messen. Oder in der Küche kann man super gut Mathe üben. Lisa, hast du da noch ein paar Tipps für Mathe? Ja, was ich auch schön finde, ist, ein Schrittzähler macht Kindern wahnsinnig viel Spaß. Da kriegen die auch ein Gefühl für Mengen und Strecken. Dann ist einmal eins übel in sämtlichen Variationen, in Treppen springen, in sonst was. Sich gegenseitig Kettenaufgaben stellen. Ne? Also so 100 plus 44, minus 11, plus 3, minus 2. Sich gegenseitig Rätsel machen, also Kreuzworträtsel. Also ich bin bei Deutsch, ne? Deutsch Kreuzworträtsel ausfüllen oder erstellen lassen. Dann Deutsch finde ich wunderschön. Man kann anderen was vorlesen.
Also zum Beispiel den Großeltern eine Sprachnachricht schicken, wo man einen Zeitungsartikel vorliest oder eine Geschichte, Gedichte schreiben, Briefe schreiben. Das mache ich in der Tat gerade mit einem Nachbar von mir. Das ist total schön. Der ist, ich glaube, 85. Und der hat mir mal ja so einen Zettel geschrieben und ich habe einen Zettel zurückgeschrieben. Und jetzt schreiben wir uns so alle 3, 4 Tage einen kleinen Zettel mit 3 Sätzen drauf. Und es ist total nett. Und ich würde mir einfach wünschen, jedes Kind hätte gerade diesen, ja, diesen Mann bei sich im Haus wohnen, mit dem es so kleine Zettel schreiben kann. Das finde ich wunderbar. Ja, ich habe auch in meiner, also ich habe ja so einen Homeschooling-Guide rausgebracht und da habe ich hinten eine Seite mit 20 Ideen für Üben im Alltag. Da ist auch noch viel Mathe dabei, gerade auch viel mit Ausmessen, Ja, und geometrischen in Deutsch eben Formen. auch, dass das Lesen ist einfach Deutsch. total wichtig. Also wenn dein Kind weiterhin liest und wenn es Ja. weiterhin immer mal wieder eine kleine Geschichte schreibt und einfach da dran bleibt und in den Sprachen halt auch, ja, vielleicht auch Filme schaut oder ja, was liest, dass es einfach immer in dieser Routine bleibt. Das ist tatsächlich wichtig. Weniger wichtig ist jetzt dieser Inhalt an sich. Ja, natürlich ist jetzt der Die Lehrplan Aufgabe. hat natürlich gewisse Vorgaben. Ja, und wir versuchen ja auch nur die Inhalte auszuwählen, damit der Lehrplan erfüllt ist. Nur wenn du eben siehst, das ist jetzt vielleicht gar nicht so wichtig, dass die Aufgabe genau die gerechnet wird, dann lass sie, wie gesagt, auch mal weg und versuch eben gerne auch mal auszuweichen. Es gibt bei YouTube zum Beispiel auch super schöne Lernvideos. Also wenn dein Kind keine Ahnung, Addition, schriftliche Addition. Und plötzlich findet ihr total schöne Lernvideos und ihr müsst es gar nicht mehr selber erklären, sondern setzt euch gemeinsam vor das Lernvideo. Das ist auch mal in Ordnung. Ja? Und mir fällt noch eine Sache ein zum Thema Rückmeldung, Lisa, dann bist du wieder dran. Darf ich dazu noch was Wenn sagen? du mit der Rück oder dazu willst du was sagen, Ja. dann sag kurz dazwischen, Lisa. Ja, ich finde es nämlich auch ganz toll, dass, also wenn Eltern die Möglichkeit nutzen, einfach auf Lern-Apps oder Videos zurückzugreifen, dann kommen sie auch raus aus dieser Erklärbär-Rolle und sind halt wieder an der Seite von ihrem Kind praktisch als Lernbegleiter. Und das finde ich allein von der Rolle her so wichtig für Eltern, dass man diese Ressourcen nutzt, A, um sich selbst zu entlasten, B, aber halt auch, um in eine begleitende Rolle zu kommen und eben nicht zum Lehrer oder zur Lehrerin zu werden. Das finde ich absolut in Ordnung. Und als Spielidee noch, man kann ja, also was ich gerade als Gedanke dazu hatte, weißt du, Lehrkräfte suchen ihr Leben lang nach echten Problemen, die sie dann in theoretischen Lerndingen lösen können. Und jetzt ist ja die Welt eigentlich voller echter Probleme, wo Kinder lesen, schreiben, rechnen, üben können. Und ich würde echt alle Eltern nur ermutigen, da mehr im Alltag zu machen und das Ganze, die Arbeitsblätter da mal Arbeitsblätter sein zu lassen. Und ich glaube, eine große Sache, die da, was oft aber auch Kindern nicht klar ist, was man da gerade macht. Also ich finde, Kinder werden ganz schnell in der Schule zu so verbeamteten Abarbeitern. Also die kriegen die Arbeitsblätter und füllen aus, füllen aus, füllen aus. Und wenn man die dann manchmal kurz so, also nicht nimmt, aber halt einfach mal so kurz einen Schritt zurückholen lässt und einfach fragt, okay, was machst du denn da überhaupt gerade? Wozu? Warum? Was ist das Thema? Wo gehört das hin? Wie wenn jetzt im Kopf so eine Mindmap wäre und man würde überlegen, was passiert da gerade? Wo habe ich das, was ich hier tue, zuzuordnen? Und oft ist das Kindern gar nicht so klar. Und wenn man da mit dem Kind gemeinsam hingeht, findet man garantiert auch ganz tolle Lernvideos oder Dokumentationen und das Kind hat bestimmt ganz viele Ideen, was es Und sich dazu deswegen mal auch, wenn ihr anschauen eine kann Aufgabe habt, zu ja, dem wo ihr Thema. nicht so richtig wisst, wie ihr erklären sollt, dann versucht immer den Alltagsbezug herzustellen. Also lasst uns mal das Thema Geld nehmen. Wir rechnen gerade mit Euro und Centstücken, ja. Dann wirklich zu sagen, okay, stell dir mal vor, du gehst mit einem 100-Euro-Schein zum Bäcker, ja. Und was könnte denn da das Problem sein? Also, und dann wirklich auch dein Kind vielleicht auch mal mit dem Geld zum Einkaufen zu schicken und zu sagen, du machst das jetzt schon und guckst du mal, was er dir rausgibt und natürlich nicht mit 100 Euro, aber ihr wisst, was ich meine. Also, dass du wirklich dein Kind auch, dass du ihm das zutraust, dass es das dann schon macht und auch, dass du ihm zutraust, wenn es ein paar Aufgaben eben nicht perfekt löst, dass es das trotzdem schaffen kann, weil das ist auch was, was ich euch versprechen möchte. Also es ist so, dass wir ganz genau wissen, dass es ganz viele Lücken geben wird. Und es gibt Kinder, die werden von zu Hause gar nicht unterstützt. Und es ist ein ganz großer Teil unserer Gesellschaft, was total schlimm ist. Und ich hoffe, da tut sich bald was in unserem Bildungswesen. Nur diese Kinder, die sind ja auch dann in der Klasse deines Kindes. Das heißt, diese Schere ist ja noch größer als vorher. Das heißt, dein Kind, wenn du es jetzt unterstützt, das wird an einem Punkt sein, dass es abgeholt werden kann. Also diese Sorge möchte ich dir einfach nehmen. Wir werden wiederholen. Wir müssen wiederholen. Wir sind doch dazu angehalten, Lisa. Wir können nicht einfach sagen, ja, ist nichts passiert. Wir machen jetzt weiter. Und
Auch mit der Benotung wird da drauf geachtet. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt löst, Montessori-Schule. Wie ist es bei euch, Lisa? Wie macht ihr das? Also ich muss echt sagen, wir sind digital super aufgestellt. Wir sind auch eine Privatschule. Ich erreiche alle meine Schüler ideal und schreiben auch Klausuren in der Oberstufe jetzt digital. Und ich denke, was die Benotung angeht, sind wir da sehr rücksichtsvoll, auf jeden Fall, und verständnisvoll. Das wird aber bei uns wirklich so bleiben. Aber wenn ich an die Schule denke, ich war ja wirklich schon von der Innenstadt-Hauptschule zum Vorzeige-Vorstadt-Gymnasium schon überall. Und ich bin mir sicher, also wenn ich da an meine Klassen denke, hätte ich, glaube ich, locker ein bis zwei Drittel jetzt einfach gar nicht erreicht. Und dann kann man nicht einfach so weitermachen und so tun, als wäre nichts gewesen. Also mit welcher Verantwortung denn? Und ich finde auch, also jede Form der Benotung, die jetzt gerade im Distanzunterricht gemacht wird, und die Kinder sind, sage ich mal, jetzt nicht mehr, nicht in der 9. oder 10. Klasse, sondern eben jünger. Welche Art, also was sagt denn die Note aus? Gibt man da eigentlich mehr den Eltern die Note oder Das eigentlich mehr den ist Kindern? Denn eine Note ist ja eine Vergleich, also soll ja eine Vergleichbarkeit herstellen. Und ich finde, genau das hier herrscht eigentlich gerade nicht. Und ich finde das total ungerecht. Und Also, Bildungsgerechtigkeit ist eh so ein Herzensthema von mir. Wenn wir das, ja, genau, wenn wir da das sitzen wir trotzdem morgen auch noch machen, da. dann, Also Thema ja. Bildungsgerechtigkeit. Ja, Und genau. deswegen, Und also, was wir damit eigentlich sagen wollen, ist, solltest du jetzt gerade dir ganz stark keine Sorgen Sorgen machen. machen, dass dein Kind es nicht mehr schaffen kann, weil es zu viel verpasst, weil ihr vielleicht nicht immer alles schafft, dann bitte denk daran, es wird möglich sein und du tust dein Bestes. Du reichst aus mit dem, was du gerade für dein Kind tust und du kannst dich so dafür feiern und feier auch mit deinem Kind, wenn ihr einen Konflikt gelöst habt, wenn ihr aus einem Machtkampf rausgekommen seid, wenn ihr einen Weg gefunden habt, wieder klarzukommen. Ja, und was ich auch den Eltern teilweise sage, verlasst morgens auch gerne einfach mal eine halbe Stunde, Stunde das Haus, wenn ihr nicht mehr könnt, und sagt deinem Kind, ich vertraue dir, dass du das jetzt alleine schaffst. Du machst es jetzt so gut du kannst und beobachte dein Kind mal, was es in der Zeit tut. Weil ich nämlich ganz oft jetzt gerade beobachte, dass Kinder eher gehemmt sind, wenn ihre Eltern daneben sitzen und sagen, jetzt rechne doch mal, jetzt konzentriere dich doch mal, jetzt mach doch mal. Und ich wirklich inzwischen Eltern kenne, die sagen, ich gehe morgens einkaufen und dann plötzlich läuft es. Oder ich habe davor eine Absprache mit der Lehrerin, dass sie einmal anruft und eben sagt, hey, wo bist du? Mach bitte weiter. Und dann ist es auch was anderes, wenn es die Lehrerin oder der Lehrer sagt, als wenn es die Mama oder der Papa sagt. Ja, kann ich nur bestätigen. Und ich finde, was du sagst mit dem Rausgehen, das kann man ja auch mal mit einem Kind machen. Denn ich denke, wir schreiben ja am Ende jeden Tag Geschichte und Erinnerungen. Und wir werden uns an diese Lockdown-Zeit auf jeden Fall erinnern, rückblickend in 10 Jahren. Und wir haben eigentlich gerade wahnsinnig viele Freiheiten, die wir sonst nicht haben, mit unserem Kind, wie du schon gesagt hast, Bewegungspausen zu machen, vielleicht einfach mal länger zu schlafen, andere Dinge anders zu machen als sonst. Und diese Freiheiten würde ich ja mit ganzem Herzen Und auch umarmen an und den nutzen, so Biorhythmus gut ich deines es Kindes kann. anpassen. Wenn dein Kind ein Langschläfer ist, ich sage jetzt nicht, dass es jeden Tag bis 12 schlafen soll und ihr gar keine Struktur mehr habt, ja, nur dann gib deinem Kind, wenn möglich, die Chance, länger zu schlafen und dann eine gewisse Struktur zu verfolgen, weil auch diese Struktur deinem Kind schon Halt gibt und außenrum versucht euch diese Freiheit zu geben. Gerade ist im Moment die Stimmung in eurer Familie das Entscheidendste, damit dein Kind motiviert lernen kann. Tatsächlich ist diese liebevolle Stimmung entscheidend aus meiner Sicht. Ja, sehe ich auch so. Und wirklich, ich glaube, wir können es nicht oft genug sagen, irgendwelche Wissenslücken, irgendwelche Seiten in Büchern, die nicht bearbeitet wurden, das können die Martina und ich in der Schule immer nachholen, egal wie alt dein Kind ist, ob es in der 1. oder in der 13. Klasse ist. Aber was wir halt nicht nachholen können, ist halt, wenn ja, Kinder auf einmal unsicher werden oder ja, die Stimmung zu Hause so ist, dass Kinder einfach überhaupt keine Kapazitäten mehr in ihrem Kopf oder in ihrem Köpfchen haben, um halt wirklich zu lernen, weil sie sich die ganze Zeit mit ja, anderen Dingen beschäftigen, die aber die Familie, ja, also dass es euch zu Hause gut geht, ist die Grundlage dafür, dass Martina Und und dass ich dein unseren Kind Job zu Hause machen können. Und Erfolgserlebnisse hat und ja, Lernen mit was ja. Schönem verbindet. Und ja, das wünschen wir euch von Herzen. Lisa, ich bin immer so ganz gerührt, wenn ich mit dir rede, weil ich immer merke, und wir sind in Sachen so ähnlich, ja. Ja. Möchtest du noch irgendwas zum Abschluss Ja. sagen? Weil ich glaube, wir haben jetzt schon sehr viel mitgegeben. Voll. Nee, ich würde auch nur sagen, ihr macht das alle, also du,
der oder die du jetzt zuschaust, du machst das gut genug und dein Kind wird aus dieser Zeit ganz tolle und wertvolle Zukunftskompetenzen mitnehmen. Und wenn du dich traust, den Mut zur Lücke zu umarmen und wenn du dich traust, ja, dein Kind jetzt ganz gut zu begleiten, loszulassen und liebevoll zu begleiten, dann hat das Kind jetzt die Chance, wirklich, ja, selbstständig lernen zu lernen, wie es sich von sich aus motivieren kann und vor allem auch eine Chance, sich außerhalb von einem ganz engen Schulsystem einfach nochmal selbst besser kennenzulernen als Mensch. Also was sind die Interessen deines Kindes? Denn mein Motto ist immer Stärken, Stärken und Schwächen managen lernen und nicht zu versuchen, dass alle Kinder in jedem Fach irgendwie befriedigend sind oder ausreichend, sondern dass Kinder ihre Dinge haben, in denen sie einfach brillant sind, wo sie drin aufgehen. Denn ich glaube, das sind Menschen, die wir brauchen in Zukunft. Und ja, ich kann dich nur ermutigen, dein Kind auf diese Weise zu begleiten und den Druck, den du vielleicht Ja, spüren wirst, genau. Und auch loszulassen. daran zu denken, dass dein Ja. Kind auch durch diese Frustsituationen, die ja jetzt gerade immer wieder entstehen, so viel lernen kann. Weil wenn du eben nicht daneben stehst und dein Kind verurteilst und sagst, sei nicht so faul, sondern wenn du einfach sagst, ich sehe, du bist total frustriert und das ist gerade anstrengend und wir schaffen das zusammen. Und auch wenn du jetzt gerade nicht kannst, ich bleibe jetzt da und ich helfe dir. Und es gibt einen Weg, dass wir das schaffen. Und wir machen es heute so Ja. gut wir können und morgen probieren wir es wieder neu. Und denk mal daran, auch wir haben schlechte Tage, auch dein Kind darf mal einen schlechten Tag haben. Ja, und denk daran, dass du ausreichst. Also, das ist echt das Allerwichtigste, weil es wird in irgendeiner Form sehr, sehr viel Positives auch mitnehmen. Danke, Ja, liebe voll schön, Lisa. Martina. Das ist richtig schön gesagt. Ja, ihr Ja. Lieben, dann, liebe Lisa, ich danke dir Ja. fürs Dasein, für den schönen Austausch wie immer mit dir. Und allen, die. Ja, super gerne. Ich danke dir auch, dass ich da sein durfte. Darf ich den Eltern noch kurz sagen, Ach dass ich so, noch ja dieses klar, Geschenk gerne, für sie gerne. habe? Ja, liebe Eltern, ich habe meine Best-Practice-Strategien aus dem ersten Lockdown, die ich da gemeinsam mit Eltern entwickelt habe, in so einem, wo habe ich ihn denn? In einem Homeschooling Survival Guide zusammengestellt. Und den können sich Eltern bei mir auf der Website kostenlos downloaden. Und da sind auch viele Dinge, die du gemeinsam mit deinem Kind einfach mal ausfüllen kannst und Ideen, wie man spielerisch lernen im Alltag üben kann. Und ja, wenn du darauf Lust hast, dann lad's dir Ja, gerne ganz, ganz wertvoll. runter Schaut auch unbedingt bei der und Lisa auf dem ja. Profil Das vorbei. Sie hat ganz viele wertvolle Tipps und ist ja auch Lerncoach. Also, und genau, bei mir kannst du gerne in den Highlights auch noch gucken und in meinen Beiträgen und in den Ja, die sind toll. IGTVs habe ich auch noch einiges zum Homeschooling. Und genau, denk immer Ja. daran, dass das Wichtigste ist, dass ihr verbunden miteinander bleibt und ja, ihr zu Hause versucht, das Ja. Beste daraus zu machen und seid stolz auf euch. Macht's gut. Ja, Genau. Herz zählt am Ende. Tschüss, ihr Lieben. Ja, macht's Einen gut. ganz schönen Abend. Ciao. Tschüss, Martina.